Das Allerwichtigste ist das Dinner Canceling. Das Dinner Canceling ist nichts anderes als der Verzicht auf Nahrungsaufnahme nach 16 Uhr. Herzlich willkommen zum Podcast der Praxiskontur mit Standorten in Frankfurt am Main und Fulda. Rund um alle Themenbereiche der ästhetischen Medizin. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben, lieben Beauty-Freunde von der Praxiskontur. Es ist wieder soweit. Es ist Podcast-Mittwoch und ich freue mich, dass ihr mir lauscht. Falls ihr gestern meine Story gesehen habt, wo ich gefragt habe, was ihr denkt, was der größte Anschub für Langlebigkeit ist, habe ich jetzt vorhin diesbezüglich die Story beantwortet und möchte das hier im Podcast etwas genauer erläutern. Stellt euch vor, ihr trefft eine Mit-90-jährige Patientin, die quietschfidel durch den Wald läuft, als wäre sie gerade mal 30 Jahre jung, gar nicht gebückt ist, eine Haut so straff hat, dass man denkt, was hat sie Gutes getan, in einer ästhetischen Praxis noch so fit und gesund auszusehen, so gut wie keine Altersflecken hat und auch von ihrem Herz-Kreislauf-System keinerlei Medikamente benötigt, geschweige denn vergesslich ist. Na, meine Lieben, das ist natürlich ein Wunsch, den viele in sich tragen, so gesund und gut aussehend alt zu werden. In den meisten Fällen, sagen wir mal in 99%, ist es so, dass man da schon sehr früh anfangen muss, sich um sich selbst zu kümmern, damit dies auch gelingt. Wir sprechen hier von einer Langlebigkeit, die zum Beispiel in Okinawa das Normale mittlerweile ist. Also die sind gut und gerne alle mindestens 85 Jahre alt geworden, eher älter. Und man hat durch viele, viele Forschungsreihen herausgefunden, was Langlebigkeit auch in Europa als, sag ich mal, grundlegende Bedingungen für die eben genannten Geschichten mit sich bringen muss, damit diese Langlebigkeit eintritt und man dabei nicht nur dement im Bett liegt, sondern gut aussieht, fidel ist, tolle Gelenke hat und geistig vor allem quietschvergnügt. Also, hier ist die Auflösung. Das Allerwichtigste ist, auch wenn jetzt die Mehrheit von euch sauer sein wird, das Dinner Canceling. Das Dinner Canceling ist nichts anderes als der Verzicht auf Nahrungsaufnahme nach 16 Uhr. Das hat so viele positive Effekte auf den Körper, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfange zu erzählen und wo ich aufhören soll. Das Allerwichtigste ist, dass durch das Dinner Canceling zusammen mit dem Verlauf des Insulinspiegels im Tagesverlauf dadurch ein Prozess in Gang gesetzt wird, den man Autophagie nennt. Die Autophagie ist nichts anderes als ein Selbstreinigungsschutz unserer körpereigenen Zellen. Das heißt, die Zellen spielen Mülleimer. Es sammelt sich ja so viel Zellschrott an, zum Beispiel durch Stress, durch die Sonne und leider auch, weil wir älter geworden sind. Und dadurch natürlich, wenn dieser Zellschrott nicht ordentlich abtransportiert werden kann und damit die Reparatur der Zelle nicht mehr funktioniert einwandfrei, entstehen natürlich dann auch entartete Zellen, genannt Krebs. Jetzt versteht ihr auch, je älter wir werden, umso wahrscheinlicher ist es, dass wir die eine oder andere Krebssorte entwickeln, weil die an irgendeiner Stelle kaputtgegangene Zelle nicht mehr in der Lage ist, in dem Maße sich selber zu reparieren, wie sie das noch in der frühen Jugend kann. Um dem Körper zu helfen, sich zu reparieren, Nacht für Nacht, ist die Autophagie ein eigener Reparaturmechanismus, den wir nutzen können. Und das funktioniert aber nur, wenn wir in die Nahrungskarenz gehen. Das heißt, indem wir nichts essen. Dann wird dieser Autophagieprozess in Gang gesetzt und zum Beispiel auch Produkte, die sich im Gehirn ablagern können. Man spricht hier von sogenannten Plaques. Die werden davongescheucht mit dem Kehrbesen auf Nimmerwiedersehen. Und so könnt ihr euch auch erklären, dass Ablagerungen in dem Falle auch sehr unwahrscheinlich zu irgendwelchen Alzheimer-Erkrankungen noch führen können. Und insofern kann man auch mental super gesund sein mit Mitte, Ende 90 oder noch älter, wie in vielen Kulturkreisen. Das ist machbar.
Wenn ich jetzt noch beachte, dass ich gesund esse, und da zählen natürlich vor allem voran die ganzen Gemüsesorten, grünes Gemüse vor allem, Salate, gesunder Seefisch, insbesondere Lachs, und moderat Sport treibe, sogar hin und wieder einen ganzen Tag mal nichts esse, aber das sollte nicht die Regel sein, sondern immer schön abwechselnd, und dann noch sogenannte spermidinhaltige Nahrungsmittel zu mir nehme. Nochmal, spermidinhaltige Nahrungsmittel, wie zum Beispiel Weizenkeime, reifer Käse, ein guter Cheddar zum Beispiel, Pilze, Sojabohne oder Hülsenfrüchte, dann wird dadurch diese zelluläre Autophagie sogar noch unterstützt. Und es steht überhaupt nichts mehr im Weg, ein langes, 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 gesundes und auch gut aussehendes Leben zu vollführen. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wir sollten darüber noch öfter sprechen. Bis bald, eure Dr. Nicole David von der Praxiskontur in Fulda und Frankfurt. Das war der Podcast der Praxiskontur. Sie finden uns im Steinweg 10 in Frankfurt am Main, in der Friedrichstraße 13 in Fulda, online unter praxis-kontur.de sowie auf Facebook, Instagram und YouTube. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.